Hey meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich meine Maschenmarkierer, die ich jetzt die letzten zwei Tage gegossen habe, einmal mit euch auspacken. Ich dachte, das können wir ja auch zusammen machen. Und ich sehe schon, hier oben ist eine Blase. Da fehlt das Loch wieder. Ja, na gut. Fangen wir an mit den Katzen. Die sehen so aus. Und dann können die nämlich noch weiter durchhärten. Die standen jetzt schon zwei Tage. Und ja, so sieht's aus. Nummer 1. Ich habe das Gefühl, dass die, wenn die da aus der Form raus sind, ein bisschen besser denn durchhärten. Und keine Angst, ich gieße nicht meine Figuren da, wo Bommi und Timmy in der Nähe sind. Ich mache das alles in einen separaten Raum, der gut gelüftet wird, wo nichts passieren kann. Ja, der hier ist jetzt leider ein kleiner Fail, weil er da oben kein Loch hat. So, und das war mein erster. Und jetzt kommen die Hundis. Die habe ich so ein bisschen bunter gemacht. Vielleicht erkennt ihr das so ein bisschen. Ja, Hundeform. Das heißt, ich habe Katzen- und Hundemaschenmarkierer, die ich jetzt für meine Bobbelchens alle selber machen kann. Die tue ich dann alle nochmal nach draußen auf dem Balkon zum Auslüften. Und da können die nochmal richtig schöne Woche vor sich hin härten. Und erst dann wandern sie zu euren Bobbeln. Noch ist es immer ein bisschen über eine Überraschung, wer einen Maschenmarkierer kriegt und wer nicht. Das ist immer relativ spontan. Weil ich habe ja die normalen Maschenmarkierer auch noch. Ja. So, hier sind meine ganzen neuen, also fast alle sind neu. Und hier. Ich glaube, den sieht man nicht so gut. Doch, man sieht ihn gut. Ich hatte den jetzt zum Ausprobieren erstmal in klar gegossen. Aber ich werde die später auch nochmal, so dass man die besser erkennt. Ja, die sind relativ groß, ne? Ja, und hier sind Kirschblüten. So, dann sind hier Pilze. Der hier ist ein bisschen verlaufen, aber ist nicht so schlimm. Das kann man alles abgraben. Sieht auch schön aus. Und der hier hat so einen Verlauf, aber da ist wieder das. Das muss ich dann selber bohren. Ein bisschen kaputt gegangen. Ja, meine Tinkerbell ist ein bisschen dick geworden. Da habe ich ein bisschen viel reingegossen.
Die muss also auch ein bisschen bearbeitet werden. Ja, und dann hatte ich mir noch Häschen besorgt, weil irgendwie haben die noch gefehlt zu den Katzen, Hunden. Haben noch Häschen gefehlt. Super süß. Und hier ist auch noch eine Kirschblüte dabei. War niedlich. Und noch ein letzter Hase. So, denn die hier kennt ihr, glaube ich, schon. Das sind meine Halloween-Dinger. Die habe ich schon ein bisschen länger. Hier habe ich ein bisschen mit der Farbe rumexperimentiert. Nein, du nicht. Geh mal da ein bisschen weg, Schatz. Nein, nicht so nah. Hier ist überhaupt kein Platz. Bummel. Jetzt sind sie auch runtergefallen. Ach, die Katze. So, und dann hatte ich noch ein paar Totenköpfe gemacht. Die Schmetterlinge sind auch neu. Was ihr hinterher macht, wenn ihr so eine Figur da drin habt in eure, an eurer Bobble, das ist mir eigentlich egal. Ihr könnt auch ein Hängerchen draus machen oder wie auch immer. Euch Schmuck basteln. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, die man damit machen kann. Genau. So. Und die Figuren sind leider zu groß. Ich habe noch eine andere Palette davon. Und ja, die sind leider alle zu groß. Aber ich wollte sie mal gegossen haben. So würde sie cool. So, an sich sieht sehr cool aus, ist halt auch ein Anhänger, aber als Maschenmarkierer ist sie viel zu groß, aber man kann sie als Anhänger für irgendwas, Taschenanhänger oder so benutzen. Finde ich richtig süß. Ja. Genau, und dann habe ich mir meinen ersten Untersetzer gegossen. Ich will so eine Untersetzer haben. Ich wollte die eigentlich dann auch für die Ferienwohnung nachher haben. Getränkeuntersetzer oder... Meine Kerze, also so Deko-Untersetzer, ne? Ich feiere es, ich finde es mega, mega schön. Ja, okay, dann werde ich mal eher alles wegräumen, alles auf dem Balkon stellen, da kannst du auch so wirklich vor sich hin trocknen.
So, der Bommi ist auch auf dem Balkon. An dieser Stelle, ihr Lieben, beende ich das Daily für heute. Ich hoffe, das Daily hat euch gefallen. Wir freuen uns über Kommentare, Abos und natürlich über Däumchen. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis morgen. Macht's gut.